In diesem Video möchte ich dir kurz zeigen, wie man die Rohstoffscanner in den Forschungsstationen aktiviert. Mit der Vollversion hat sich der Ort, wo man diese Scanner aktiviert, geändert. Bisher musste man in dem Raum mit dem Superchip im Heckenlabor einen Schalter umlegen, um die Rohstoffscanner zu aktivieren. Nun muss man nicht mehr den weiten Weg ins Heckenlabor gehen. Wir sind wieder auf dem Ast in der Hecke, wo bereits unsere Reise ins Heckenlabor begonnen hat. Das Video dazu habe ich dir oben verlinkt. Wir laufen wieder den Weg zur ersten Seilrutsche an der Saftpackung. Auf den Pilzen davor können wir uns wieder über diese nervigen Minispinnen ärgern, die flink unseren Angriffen ausweichen. Aber auch heute ignorieren wir die blöden Viecher einfach. Als Kind hatten wir auch so einen Spielplatz mit so einer Rutsche. Hat viel Spaß gemacht. Die kleine Spinne, die einen oft hier begrüßt, schläft noch. Manche Spinnen sind echte Morgenmuffel. Endlich können wir die leuchtenden Wissenschaftspunkte einsammeln. Und schon betreten wir den neuen Laborteil, der eben erst jetzt mit der Vollversion eingefügt wurde. Für mich ist er übrigens auch neu. Also lasst ihn uns mal zusammen erkunden. Ich sehe da schon eine Burgerkassette, eine Kiste. Da sind auf jeden Fall schon mal Feinde. Die Roboter bringen ein paar Wissenschaftspunkte, also klatschen wir die mal eben um. Sind ja jetzt keine großen Feinde. Hier seht ihr noch Informationen. Lest sie euch selber durch oder macht kurz Pause, dann könnt ihr das hier lesen, wobei ich nicht den gesamten Text anzeige. Im Video mit dem Superchip im Teichlabor hatte ich ja die Frage gestellt, soll ich solche Kassetten und solche Textwiedergaben hier in diesem Erklärvideo laufen lassen, dass ihr die hört, oder soll ich das einfach liegen lassen oder abkürzen? Ich lasse jetzt liegen. Also ich habe mich dazu entschieden, die Umfrage ist noch nicht raus, aber das ist mir alles zu langwierig. Na, das hier abzuspielen und so weiter, ist nicht so geil. So, wir gehen einen Schritt weiter, da sind nochmal Raw Science Punkte, also Rohwissenschaftspunkte ist ja jetzt alles übersetzt. Hier liegt noch ein bisschen was rum, hier ist nochmal eine Information, auch die könnt ihr natürlich ansatzweise wieder lesen. Und hier ist diese Schalttafel, die früher in dem Labor war. Und jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Scabby, surveyor connection established. Use survey stations to scan for analyzed materials. Visit additional stations to expand the survey network. Bereits von dir analysierte Sachen können nun über den Scanner gefunden werden. Und die Reichweite des Scanners wird erhöht, wenn du weitere Forschungsstationen in der Spielwelt findest. Genießen wir noch ganz kurz ein bisschen Ausblick und dann zeige ich dir am Scanner nochmal genau, was denn da jetzt eigentlich mit machbar ist. Schlecht ist die Funktion wahrlich nicht. Wir sind zurück an der Laborstation und schauen in den Rohstoffsucher. Du kannst hier die Liste der von dir bereits erforschten Gegenstände durchsuchen. Wenn du jetzt zum Beispiel Kiesel suchst, klickst du die Kiesel an und löst mit der Space-Taste den Suchvorgang aus. Nun werden dir durch rote Punkte alle Kiesel in der Umgebung angezeigt. Du brauchst dringend Kochdrüsen für ein Rezept, dann zeigt dir der Scanner die Orte an, wo sich gerade Bombardierkäfer aufhalten. Keuschuppen findest du logischerweise im Teich, werden dir dort ebenfalls angezeigt. Du willst dein Dach decken mit Krähenfedern? Dann such dir einfach den Ort, wo aktuell Krähenfedern liegen. Du kannst gut markante Orte erkennen, wie das Giftgebiet oder den Sandkasten. Es werden dir noch die Burgerchips angezeigt, die zu sammeln sind. Du siehst, da kommen noch ein paar Videos. Das Labor von Dr. Tully unterm Schuppen ist auch neu und ich freue mich schon auf die Erkundung. Du siehst aber auch, welche Bereiche noch nicht erkundet wurden und somit werden dir dort keine Rohstoffe angezeigt. Also kläre die Karte auf, finde die restlichen Forschungsstationen. Zu denen habe ich übrigens auch ein Video gemacht, das ich dir ebenfalls oben verlinke. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar.
Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.